Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespielspaßes und willkommen zurück zur nächsten Folge von Frostpunk. Wir sind weiter mit den Arschen beschäftigt, haben jetzt erstmal eine gewisse Nahrungsmittelproduktion erstellt und haben jetzt gerade so ein bisschen Nahrungsprobleme, wobei, oh, die Speer sind da, wobei wir jetzt eigentlich Nahrung zur Verfügung gestellt haben. Ich denke mal, in der nächsten Schicht wird das dann auch vorbei sein, das Problem. Ein kurzer Tunnel führt in eine riesige natürlichen Höhlenkomplex. Er scheint als Lagerhaus benutzt worden zu sein. Hier gibt es noch ein paar Vorräte. Holz und Rohnahrung, das ist sehr gut. Nahe eines Zusammenbruchs. Diese Höhle könnte jeden Moment einstürzen. Kein Wunder, dass sie nicht zu einem dauerhaften Unterschlupf umgebaut wurde. Wir nehmen, was wir können und gehen, bevor wir hier drin eingeschlossen werden oder Schlimmeres. Rohstoffe nehmen 160 Holz und 36 Nahrung, das ist sehr gut. Damit gehen wir erstmal zurück zur Stadt und gucken uns danach den kaputten Automaturm an. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Wir haben einen Kranken, davon ist einer schwer krank. Das wird also demnächst zu einem Problem werden. Wir haben das Sägewerk erforscht und können jetzt... was machen wir als nächstes? Wir könnten Generatorleistung, Generatorreichweite forschen. Was macht die Leistung? Ermöglicht die Erhöhung der Temperaturen in allen Wärmezonen um eine Stufe. Der Kohleverbrauch wird natürlich verdoppelt. Und die Reichweite ist, ermöglicht die Erhöhung der Reichweite des Generators und die Ausdehnung der Wärmezone. Hinweis der Kohleverbrauch. Ich mache erstmal die Reichweite. Im Moment haben wir nicht das Problem, dass es zu kalt ist, sondern wir brauchen einfach ein größeres Gebiet. Das dauert 8 Stunden. Die Leute, die Hunger haben, gehen runter, das ist sehr gut. Und wir können jetzt auch mal anfangen, eine Sanitätsstation zu bauen. Damit wir die Kranken heilen können. So, die ist fertig. Wir setzen hier einen rein. Was haben wir hier jetzt? Arschen können erfrieren. Captain, in wenigen Tagen werden die Temperaturen besorgniserregend fallen. Es wird unsere Saatgutarschen ernsthaft gefährden. Wir müssen sie mit Heizkörpern oder Dampfzentren versehen. Ja, alles klar. Heizkörpern haben die. Das ist im Moment kein Problem. Hier, hier geht die Temperatur nochmal runter. Also solange es minus 30 Grad ist, geht's. Alles, was drunter ist, wird zum Problem werden. So, die Leute, die jetzt am Hungern sind... Die sind jetzt auch gleich weg. Sehr gut. Und der Speer ist da. Bringt uns... Also der bringt uns richtig viel. Wir hatten ja noch den einen Dampfkern am Start. Wir schicken ihn auch direkt los zum kaputten Automaturm. Wir müssen auf jeden Fall die Pläne für die Fabrik finden. Das ist gerade jetzt unser wichtigstes Ziel. So, wir haben 215 Holz. Das heißt, wir können ihn hier mal vom Holz abziehen und zum Stahl schicken. Nein, natürlich nicht die Leute, sondern ihn hier. Und die restlichen Leute können dann hier erstmal das Holz sammeln. Die Kohle meine ich natürlich. So. Und wenn wir es... Wir könnten natürlich auch schon... Wir haben das jetzt geforscht. Wir können jetzt das Sägewerk hier hinten bauen. Ne? Hier. Mitten rein. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Am besten hier so. Ein Bau dieser Stelle wird ein oder mehrere Rohstoffquellen zerstören. Grenzt nicht an Straße an. Okay, wir haben also das Problem, dass er die Kohle zerstört. Dann müssten wir das ein Stück weiter hier hinten bauen. So. Das ist jetzt ein sehr weiter Weg, wie ihr seht. Halt, Straße ist hier. So, dann lassen wir erstmal die Straße bauen. Was haben wir hier? Ein Kranker und ein Schwerkranker. So, der Tag geht weiter. Was ist hier? Der erste Tote. Einer unserer Einwohner ist gestorben. Krankheit, Unfälle und tödliche Kälte werden in dieser rauen Welt auch weiteren Leben fordern. Wir müssen uns um die Leiche kümmern. Haben wir es doch nicht vermeiden können. Den Sperrkranken. Gesetzbuch öffnen. Wir machen die Entsorgung von Leichen. Wobei.
Also wir haben ja im Livestream uns gegen den Friedhof entschieden. Und für die Schneegrube. Keine Krankheitsrisikos durch nicht begrabene Leichen. Leichen werden zur möglichen späteren Verwendung konserviert. Die Frage ist, wie relevant das hier jetzt sein wird, wenn wir eh alles auf Automatonen umstellen wollen. Ich muss eine Schneegrube bauen. Unzufriedenheit steigt, die Hoffnung sinkt. Ich muss einen Friedhof bauen. Wir probieren es dieses Mal mal mit dem Friedhof. Das ist ja etwas die humanere Variante. Der ist dann höchstwahrscheinlich bei Gesundheit, oder? Ne, dann Technologie. Nahrungsmittel ein. Ach, hier ist der Friedhof, okay. Ich baue ihn mal hier direkt daneben. So, die fangen jetzt hier hinten an, sich um die Kohle zu kümmern. Ne, die bauen die Straße. Sehr gut, das ist das, was ich wollte. Friedhof errichtet. Der Friedhof wurde errichtet. Jetzt können wir unsere Toten zur letzten Ruhe legen. Sehr gut. So. Na, packen wir mal 5 Leute hier rein. Wir haben im Moment genügend Holz. Wir müssen dann auf jeden Fall zusehen, dass wir Stahl weiter. Genau, jetzt würde ich sagen, wir haben die Generatorreichweite erforscht. Das ist schon mal gut. Die Generatoreffektivität kann man, glaube ich, erst hier Effizienz erst mit der nächsten Stufe forschen. Die hätten wir jetzt schon. Lass uns das mal direkt angehen. So, in 8 Stunden ist der Speer da. Das ist sehr gut. Kohlevorkommen ist erst. Irgendwo waren Kohlevorkommen, was gerade. Ach, hier, der Automat. Ne, der ist doch gerade hier dabei beschäftigt, oder? Genau, der sammelt Stahl. So, und gleich wird's kalt. Gleich wird's kalt. So, noch eine Viertelstunde, dann ist der Speer da. Mal gucken, was er erfindet. Kaputter Automaton. Nur die Spitze des Automatons schaut aus dem Schnee heraus. Das Ausgraben ist sicherlich mit viel Anstrengungen verbunden. Dürfte sich aber auf lange Sicht lohnen. Natürlich, den möchte ich gerne haben. Fehlfunktion repariert. Dieser Automaton wurde an der Stelle zurückgelassen, an der er den Geist aufgab. Glücklicherweise konnten wir ihn ausgraben und reparieren. Jetzt können wir diese voll funktionsfähige Automaton zur Stadt senden. Das ist gut. Wir schicken den zur Stadt. Der ist dann irgendwann in. Och, ein Tag dauert das. Industrieruinen, verlassener Dreadnought. Wir gehen mal erstmal zu den. Obwohl, wir gehen erst zum weiteren und machen auf dem Rückweg dann das, wobei wir höchstwahrscheinlich hier auch weitere Orte finden. Wir machen das mal so rum. Gehen also erstmal zum verlassenen Dreadnought. In 12 Stunden ist der Speer da. So, die Stahltrümmer sind erschöpft. Das heißt, wir haben keinen Stahl mehr, den wir. Oder? Holz, Holz, Holz. Okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt sehr schleunigst darum kümmern, dass wir eine Stahlmine oder eine Stahlfabrik bauen. So, was haben wir hier? Sämlinge in Gefahr. Captain, die Temperaturen in einer der Saatgutagen ist zu niedrig. Wenn wir nichts unternehmen, ist der Inhalt für immer verloren. Das darf auf keinen Fall passieren. Die Frage, die ich mir stelle, reicht es, wenn am Ende eine dieser Arschen überlebt, oder müssen wir halt alle Arschen retten? Das ist mir nicht ganz klar. Das wird nicht so ganz erklärt. Auf jeden Fall haben die alle gerade das Problem hier. Wir forschen gerade die zweite Stufe. Okay. Und ihr seht hier so, wir kriegen das Problem, dass hier die Arschen halt langsam erfrieren. So, wir haben 4 Kranke. Warum sind die nicht in Behandlung? Leichte Frostbeulen. Das ist ein Schwerkranker. Das ist natürlich nicht so schön. So, was haben wir hier? Frostbeulen. Einer unserer Leute ist schwer krank. Diagnose Frostbeulen. Wenn die Leute weiterhin in derartiger Kälte arbeiten, müssen wir
das nicht. War das nicht der letzte Fall? Wir müssen handeln. Okay. Ja, genau. Radikale Maßnahmen natürlich. Oder halt die Lebenserhaltung. Wobei, die werden halt nicht behandelt, ne? Das ist das Problem. Und die radikalen Maßnahmen ermöglichen uns halt später auch, also klar, wir können halt später das Krankenhaus forschen. Wir gucken mal ganz kurz in die Forschung rein. Nee, halt Gesetzbuch wollte ich nicht. Forschung. Gibt es das Krankenhaus hier? Weil zum Beispiel bei den Rohstoffen gibt es hier, Quatsch, bei der Nahrung gibt es hier nicht die Jäger, ne? Die gibt es hier zum Beispiel nicht, weil wir eh nicht genug Leute haben. Gibt es hier bei. Wo ist es denn dann? Hier, Krankenhaus gibt es tatsächlich. Ist sogar in der Stufe schon drinne, die wir haben. Könnten wir also sogar schon bauen, um die Leute zu behandeln. Das ist natürlich eine Alternative zur Fabrik und zu der Prothetik, die wir machen könnten. Interessant. Wir sind sogar. Warum können wir das nicht forschen? Warum können wir das Krankenhaus nicht forschen? Weil ich auf Pause bin oder wie? Ach nee, weil ich natürlich die Ausrüstung für die Sanitätsstation noch nicht geforscht habe. Natürlich. Im Krankenhaus muss natürlich auch jemand arbeiten, ne? Das ist halt auch das, was wir nicht vergessen dürfen. Okay, dann erlassen wir mal das Gesetz zur Lebenserhaltung. Wir sind mal hier ein bisschen netter. Huch, und forschen jetzt aber erstmal das Stahlwerk. Im Moment ist es nicht notwendig, die Heizung einzuschalten, weil weil die Temperaturen eh bald wieder steigen. Das würde ich mal erst kurz vor knapp machen. So, verlassener Dreadnought, das primäre Fahrzeug unserer Expedition, hoffnungslos an einer Stelle verkeilt. Die Erkundung des Fahrzeugs wird sicher nicht leicht, aber die Fabrikpläne, die sich darin befinden, sind unschätzbar wertvoll. Genau, wir bekommen hier Kohle, Holz, Dampfkerne, Stahl und hier kann eine Technologie erlangt werden. Das ist natürlich sehr gut. Fabrikpläne. Als wir uns in die Gletscherspalte abseilen, lässt uns das ominöse Geräusch unter dem Gewicht der Stahlseile knacken, des Eises, das Blut in den Adern gefrieren. Nach einer Stunde des Suchens finden wir das Dokument und können die Fabrikpläne wohlbehalten bergen. Wir müssen sie so schnell wie möglich zur Stadt bringen, denn das Wetter wird mit jeder Minute schlimmer und wir brauchen Automatone, um die Stadt und die Saatgutagen zu sichern, bevor der Sturm kommt. Entdeckter Ort, aufgewühltes Schneefeld, leerer Schutzraum. Genau, wir bekommen die Fabrikpläne, drei von diesen Dampfkernen und einiges an Rohstoffen. Und ja, der erste Automaton ist auch gleich wieder da. Wir schicken jetzt natürlich den Speer erstmal zurück. Fabrikpläne gefunden. Exzellent. Jetzt können wir uns um die autonome Infrastruktur kümmern, die sich um die Saatgutagentemperatur kümmert. Bring die Pläne zurück, errichte eine Fabrik und erhöhe die Anzahl der Automatoren auf 3. Sehr gut. Die Hoffnung steigt. Das ist super. Und hier fehlt mir gerade noch eine Straße, wie ich sehe. So. Huch, rauszoomen wollte ich nicht. Okay. Wir forschen als nächstes das Stahlwerk, denn wir brauchen für die Automatomen sehr viel Stahl. Der Typ hat nichts zu tun. Schrecklich. Hier, sammel Holz. Das ist natürlich nicht was wir wollten. Und die restlichen Leute schicke ich auch mal zum Holz sammeln. So, am nächsten Morgen steigen auch wieder die Temperaturen. Das ist also alles entspannt. Wir kriegen keine Probleme hier mit den Arschen. Das ist alles noch im vertretbaren Rahmen. Aber ihr seht schon, dass Kohle langsam unser Problem wird.
Und deswegen sollten wir überlegen, ob wir nicht Rohstoffe. Ach, ich habe, glaube ich, nur darüber gesprochen. Ne? Ich habe das noch gar nicht geforscht, oder? Ich habe den Kohlegenerator noch gar nicht geforscht, okay. Das sollten wir dann auf jeden Fall als nächstes tun. In 7 Stunden ist der Automaton da. Das ist schon mal sehr gut. So, langsam geht uns auch die Kohle aus. Die Temperaturen steigen wieder. Genau, da sind sie zurück. Wir sind jetzt voll mit Holz. Das heißt, der Automaton kann jetzt hier anfangen. Halt, den muss ich hier erstmal hier abziehen und hier auf die Kohle draufsetzen. Wie sieht es hier aus? Hier arbeiten schon 15 Leute an der Kohle. Gut, dann jetzt als nächstes den Kohlegenerator bitte. Der ist wieder da. Wir schicken ihn direkt zu dem Industrieruin, den Speer. Und wir haben 4 Kranke. Das ist natürlich nicht so schön. Aber wir können jetzt das Stahlwerk bauen. Nummer 1. Mit einer Straße bitte. Was haben wir hier? Automaton erreicht die Stadt. Sir, ein Automaton hat unsere Stadt erreicht. Er ist voll funktionstüchtig und bereit zur Arbeit. Sehr gut. Den werden wir dann auch gleich auf das. Warte mal, Holz haben wir gerade genug. Dann geht mal bitte hier in die Nahrungsmittelproduktion. Den werden wir direkt dann auch darauf ansetzen, dass er hier im Stahlwerk arbeiten kann. Was haben wir hier als nächstes? Grundlagenforschung. Sir, ein Ingenieur bittet um einen freien Tag, um einen Automaton näher zu untersuchen. Die Automatonen können verbessert werden. Sie mögen der Gipfel unserer Technologie sein, aber wenn wir lernen konnten, wie man sie baut, können wir bestimmt auch lernen, wie man sie optimiert. Ich kann jede beliebige Maschine anpassen und ihre Leistung verbessern, wenn ich sie mir näher anschaue. Warum soll das bei den Automatonen anders sein? Okay, dann geben wir ihm erstmal. Ach, einer der Ingenieure wird nicht arbeiten. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, dass er auch einen Automaton dann nicht arbeiten lassen kann. Okay, sei es drum. Das ist natürlich okay. Hier die Leute mal bitte raus, dass die. Wir haben gerade eh genug Holz, dass die anfangen können, die Fabrik da zu bauen. Das ist extrem wichtig gerade. Wir brauchen Stahl. Kohlehaufen erschöpft. Okay, das ist nicht so schlimm. So, hier. Automaton. Rein da. Hier fehlt zwar noch die Straße, aber darum werden sich höchstwahrscheinlich die Leute gleich kümmern. Genau. Warum ist eigentlich hier immer noch keine Straße gebaut? Das verstehe ich nicht. Die habe ich eigentlich schon in Auftrag gegeben gehabt. Aber sei es drum. Wir kümmern uns in der nächsten Folge um Kohle und werden auch die Forschung um die Automatonen weiter vorantreiben. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Seid gespannt, wie es hier weitergeht. Im Moment haben wir sogar echt genügend Arbeitskräfte. Also mal gucken, wie wir das hier über die Runden bekommen. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Frostpunk. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.